Servus, Savarikap und Aigude, der Stefan hier. Heute mit dem zweiten Teil vom Central Festival. Wir nehmen uns die Ebenen 3, 4 und 5 vor. Ich bin hier draußen in der Ebene 3 auf der Plattform. Hier von hier aus hat man einen wunderschönen Blick über die Bucht. Ich zeige es euch gerade nach. Im Hintergrund kann man schon wieder die ersten Gewitterwolken erkennen. Es ist 16.30 Uhr und jetzt gehe ich rein und immer schön dran denken, Maske aufsetzen, sonst gibt es Ärger. Ebene 3 ist die Technikebene. Hier gibt es auch Ladestationen. Wer sein Handy nicht auflädt, kann es auch als Schlafplatz nutzen. Der Internetanbieter 3BB hat hier seinen Stand. Studio 7 auf der anderen Seite vorwiegend Apple-Produkte. Und auf der rechten Seite, wenn man reinkommt, Firma namens Powerbuy. Ist so etwa das Pendant zum Mediamarkt oder Saturn, allerdings ohne Fotoartikel. Speziell Computer, Handys und Fernsehgeräte. Wenn ihr mal einen Preis haben wollt, 65 Zoll, 28.000 Watt. Das Tolle ist, auf allen Samsung-Monitoren laufen Motive aus Deutschland. Also wer irgendwas technisch Neues sucht, der ist hier goldrichtig. Ich kann leider nicht in den Laden reingehen, die Händler reagieren immer etwas allergisch, wenn einer mit Kamera reinkommt. Auch zu Recht. Werksspionage. AIS, Handys, alle Anbieter. Mio sehe ich, Vivo sehe ich. Ist so etwas Ähnliches wie Vodafone oder Telekom, ein Netzbetreiber mit eigenem Laden, natürlich auch mit Handyverkauf. So, das war's für die Ebene 3. Wir fahren nach oben in die Ebene 4. Und die ist für alle interessant, die in Thailand ein Bankkonto eröffnen möchten. Weil hier sind auf geballtem Raum alle namhaften Banken vertreten. Kasikorn Thai. Auf der Bank wollte ich eigentlich mein Konto eröffnen und bin mit meinem Reisepass hingegangen. Die haben mich gleich verwiesen an die Nachbarbank. Nachbarbank ist direkt eine Tür weiter. Die Bangkok Bank, und da wurde mir schon mehr geholfen. Da konnte ich zwar kein Konto eröffnen, die haben mir aber wenigstens gesagt, was man braucht, um ein Konto zu eröffnen. Reisepass allein genügt nämlich nicht. Man braucht auch einen Wohnsitznachweis. Das heißt, man muss nachweisen können, dass man auch in Thailand wohnt. Und dafür gibt es dann bei der Immigration in Chongqing die sogenannte Certification of Resident.
Und ohne dieses Zertifikat bekommt man nirgends ein Bankkonto. Die Siam Commercial Bank ist dann die Bank, bei der ich letzten Endes mein Bankkonto eröffnet habe. Und das ist ganz interessant. Du legst deinen Ausweis vor, die machen eine Kopie davon. Du legst dein Certification of Resident vor, die machen eine Kopie davon. Das heißt, es wird nicht kopiert, es wird abfotografiert. Datenschutz existiert hier praktisch nicht. Aber was toll ist, du kriegst, wenn du am Automat bist, zwar eine Quittung über den Betrag, den du abgehoben hast, den kannst du dir ausdrucken lassen. Du bekommst aber keine Kontoauszüge, du bekommst ein Bankbuch. Und an dem Automat rechts kann man sein Bankbuch ausdrucken und auf den neuesten Stand bringen lassen. Das heißt, da sind dann eingetragen immer die letzten Bewegungen, dein Guthaben und die Kontobewegung, das, was du abgehoben hast. Neben den Banken geht es hier natürlich auch noch um die Schönheit. Darf wieder gefüttert werden, was das Zeug hält. Und wenn ihr noch die Preise im Kopf habt, 100 Baht etwa 2,70, 2,80, kann man hier für kleines Geld also wirklich ganz toll essen. Essen natürlich auch zum Mitnehmen. Das Sechs hätte ich jetzt fast unterschlagen. Hier gibt es Futter am laufenden Band.
anderen Bereich gibt es Unterhaltung für Kleine und für große Jungs oder Mädchen oder Menschen oder wie auch immer man das gendert. Halbe Etage nach oben. Hier ist das Kino. Internationale Filme in Thai-Sprache oder in Originalsprache mit Thai-Untertiteln oder Produktionen in thailändischer Sprache werden hier gezeigt. Was ich am schönsten finde, das Ticket für die aktuellen Filme, 220 Baht, etwa 6 Euro. So, das war's für heute aus dem Central Festival. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Stefan.